Der selbstgemachte Hummus in ungefähr 10 Minuten. Heftig, Leute. Man muss immer Tee dabei trinken, auf jeden Fall. Am Donnerstag müsst ihr alle aktiv sein. Es gibt eine richtig heftige, heftige Überraschung für Besnas Küche. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit meiner Mutter Besnas Küche wieder am Start und mit Sammy K. Willkommen zum Besnas Küche. Willkommen zu Besnas Küche. Mama, was machen wir heute? Erzähl mal den Zuschauern. Hummus. Wir machen extra Schwarz Chicken. Für uns zum Essen und für die zum Nachmachen. Ja, aber ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen, Also man ist quar, roja go nis kabin und man ganze Tag, man isst gar nichts, weil man ist satt. Ne? Ja, und Linsensuppe. Und Linsensuppe, ja. Aber amit trotzdem mich bui khadri wa chicken, amit khors gib khon. Genau. Leute, Hummus ist eine arabische Spezialität. Ja, aber ja, das ist wirklich arabische Spezialität. Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, das gehört Türken, Kurden, Juden, Zigeuner oder Afghanen oder Pakistaner. Ja, das ist ein arabisches Essen und fertig. Mama, das ist arabisches Essen, ne? Ja. Dann möchte ich, dass du jetzt bitte einmal auf Arabisch. Jetzt, Papa, hat hier nichts mit zu tun. Du musst einmal auf Arabisch in die Zuschauer raus. Ja, okay. Rede doch einfach nicht, Papa. Warte doch. Du sollst auf Arabisch einmal da reden. Ja. Das ist arabisch, ja. Hummus ist. Und für euch. Warum? So, du hast gesehen, Mama hat gerade nicht sagen können, was ist Hummus? Erzähl mal ganz gut, Papa. Hummus haben wir klar, durch Arabien gelernt und ja, nicht aktiv wir klar. سوريا عندنا يعني بالمناطق لبنان لبنانيه الكيتشن اللبنانيين كانوا ياكلوا حمص في فول مدمس يعني كل واحد على حسب يعني مزاجه وذوقه حمص اكله حلوه بياكلوها على فطور على فطور على فطور وشو اسمه على على الغداء على الجريل يطيبوا جريل على الجريل Sofort Schaschke, siehst du? Papa ist gerade hier schön am Nisk essen. Allah alaikum, genau. Ja. Genau, ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt das Video. Ihr habt gesehen, Papa hat euch das erklärt. Und wir fangen einfach mal an und Mama erzählt euch Schritt für Schritt, wie sie ihr Hummus macht. Das sind welche nur. Erbsen. Kichererbsen. Genau. Kichererbsen. Wie viele Dosen? Okay. Also du hast zwei Dosen genommen. Genau. Einfach gewaschen, also halbe Kugel. Ja. Ja. Einfach seserisir. Drei Köpfe Knoblauch. Komm bitte rein. Und Schwarbischen. Das ist Pulver, ja, Isota, ja. Rote Pulver, ne? Isot. Paprika. Genau, Pulver. Paprikapulver. Bisschen. Ich will mal mit Tachmai Khoshbi und Rangi Khoshbi. So. Wie viele Löffel hast du jetzt gemacht? Oh, die Spitze. So, ha, einfach bei ein Teelöffel. Ein Teelöffel. Karabiber. Karabiber. Wie viele Löffel? Das ist schwarze Pfeffer, ne? Ja. Na, Löffel, Müffel gibt es nicht. Das ein Teelöffel wieder. Ein Teelöffel. Okay. Warum nimmst du dann immer so große Löffel, wenn das ein Teelöffel ist? Ja, jetzt? Ich kleine Löffel habe ich das noch. Das ein Teelöffel Isot. Yahur. Scharfe Pulver. Ein Teelöffel schwarzer Pulver. Scharfer Pulver. Ein halber Löffel. Ein halb. Genau. Okay. Weil ich mache alles Augenmaß. Ich mache einen Löffel, ich mache das, das ist zu wenig, ich tue noch mehr rein. Ah. Film geht. Ja, Mama. Auf Großkümmel, Bitschia. Und ja. Das ist einfach als leerer Schienen, aber wenn sie sich beruhigt, dann sie halb kommen. Also, diese Gefühl checken. Okay, die musst du also schon alle gewürzen zusammen die ganze Zeit, ne? Genau.
1,5 Teelöffel. Und das muss diese Gewürze, das ist wichtig. Grüßkümmel. Kreuzkümmel. Nicht Grüßkümmel. Sie sagt, das muss auf jeden Fall reinkommen, ansonsten schmeckt das nicht. Mit Salz. Auch 1 Teelöffel. Ne? 1 Teelöffel Salz. Genau. Das ist deine Gewürze gewesen? Das ist die Gewürze, warte. Das kommt so ungefähr. Selbstgemachte Tahin. So ungefähr, also Jorbischen, oder Kamadilaschen. Ich glaube, so ungefähr 1 Teeglas kommt rein. 3 Löffel. 4 Löffel, man kann nicht da, mit Teeglas kommt rein. Das war eine Zitrone mit Pressenke. Zitrone, ne? Ja, eine ganze Zitrone ist gepresst. Genau, guck mal, flüssig. Das ist ein Schub drinne. Stopp, da gut steht. Ein Schluck. Schluck hier. Mir hat gebe Kharaji. Ach so, na na da, wo kayf chikavi siskavi te da bu yada shtu. Nein. O zaita zaituna ji kavena, zaita zaituna zo ungefähr de kaf chiawana mit bkna, a mi pishra le rashin. Zaita zaituna ji mlekr zo ungefähr 3 Löffel. O hau, du shtu kham hamilna hafda, a mi vije dare bkrun, a mi hafkhan. Sie machen ja sehr gut, Leute. Kommt auf den Mixer, dann rührt sie es ein bisschen um und ja. Und Charpinch, da kann man helfen. Ungefähr ein bisschen Schluck Wasser, Nico. Milch und Tee, das ist ein flüssig bisschen Wasser. So, aber ich würde sagen, das reicht. Oder? Wasser, ja. Das reicht, glaube ich. Mal auf. Bin ich da dran, hab KW. Aha, jo. Rühr mal ein bisschen. Auf jeden Fall eine richtig schöne Karamellfarbe. Kamarell. Kamarell. Ja, Tam dick flüssig, Hoshaulo. Wow. Und sagen, die Buchhäuser, Schwarkarren, Katschik, die Katschik, Joghurt, Leckchen, Jehana, Geschmack, Sache, ja, Sani. Kann man vieles machen, ne? Genau. Hallo, Bassa. Tam Khoschibu. Wok mit Chicken, ui Boja Gelke Khoschibi. Wok mit Chicken und Pushman Navid. Pushman Navid, die Khoscha. Takmai, Sirti, der auch der Mani, aber Sab Al-Harat. Auch hat verschiedene Gewürze in der Gans. Grüßkümmel. Grüßkümmel. Homsama Chibu, innerhalb 5 Minuten. Das ist Hummus. Das ist auch fertige Hummus. Aber das ist Nachwascha, Torscha, Torsch. Okay. Ja, muss man selber auch gewürzen. Genau. Gut, das Jared mit Schäkelbuch, Gerek, wie Silber, Schiba, Gewürzchen, Gurkenavi, Schorbekenavi. So. Hallo. Haben wir Schorbekenavi will? Heftig auf jeden Fall, Leute. Das sieht so fresh aus. Puh. Gleich mit Deko sieht noch schlimmer aus. Output transcript: Oder die Knocke, die Chicken, und Herkas, die Gewürze, die Chicken, die Chai, die Gewürze, die Abmischke legen, und ich kann das Seid auch, und ich bleibe nur nach Hause, und die Chai. Und die Knocke, und ich sage alles. Yes. Thank you.
fresh sein, fresh like fresh. Ja Leute, das ist jetzt selbstgemachter Hummus in ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten. Wirklich 10 Minuten. Das ist wie die Punzernan gehen. Das ist genau wie die. Das ist richtig lecker. Wallah, Khamgin sagt, Salis, das Atai, Frasch, Malay, Ava, Karton, dann die Gedisch, Marschian, am Gelkisch, der Mann, Rasti, dann geht der Gelkisch, Waschen. Und Maschavi, den Schwarm, am Tamr, und nicht den Jwad, Habu, Maschwar, Wacker, Maschallah, mal abfisch, Gestalasker, Abjini, gibt dir Mama, Kalasker. Ja, Mann. Ja, das ist so geil. Das ist so lecker, bei dem dann Kick und Dreck, Gelkisch, Waschen, Rasti. Und dann schon, Waschen, mal Jani, Sissi, Schwarz, Marschian, denn. Ich bedanke uns von ganzem Herzen. Leute, habt ihr Mama gesagt, bestellt euch das, habt keine Kopfschmerzen, ist nicht teuer, einfach ein paar Klicks und habt ihr bestellt. Die Körner ohne Spaß. Alles am Start, was ihr wollt. Geht doch mal auf, deren Seite, ersten Link in der Videobeschreibung. Und ja. So, Mama. Endlich fertig geschafft. Fertig geschafft. Wir haben Chalke auch. Mama muss immer Tee dabei trinken, auf jeden Fall. Das ist ungewöhnlich. Bei mir machst du keinen Zucker rein, bitte. Dann habe ich hier einmal Nisk als nebenbei. Und einmal gerade eben das selbstgemachte Hummus bei Bestners Küche. Leute. Bisschen Khayar und OGP Khoschen. Das ist wie Frühstückssachen. Schwarzernani Khoschmieren, Bückenkern. Viele Leute einfach damit, ja, wissen. Einfach auf Brot schmieren und mit Tee oder mit Kaffee, das ist gar kein Problem, das ist alles Geschmackssache. Ja? Genau. Und wir essen jetzt so heute, ich und Sami. Also mit Chaya Khoschikir, wir probieren den Kamatschlona. Wie ist Kam Khoschibu, Rasti? Hayat. Rasti? Aywa. Goa Kubab Chikir, Kubaba Khoalud Narakin, und wir wollen Khoschalo Aym, mit dem Zer Kubaba Khoa. Hayat, tapi gushti, brashti. Wie bekommen wir das? Mokosha. Hast du jetzt auch Brot geschmiert? Ja. Ich mache das jetzt auch, ich zeige euch das mal, Leute. Ich nehme hier ein bisschen. Okay, ich gebe. Ich schmiere euch das mal hier. Man kann das essen, wie man will. Ich mache gerade extra so für euch. Also, wir machen das hier, oder? Wach hier, oder? Hayat, chimia. Und dann? Dann komm essen. Wow. Sag mal, sie haben hier Kosta. Wie war's? Am Wilmunga, am Sachhochik, am Wilmunga, nicht Kitschik, wie war's? Ich hab uns Pivas rum. Kosta, mit Chai. Heftig. Heftig, Leute. Hey, war. Hopp. Lecker. Liebe Grüße an Blind. Blind, ciao, geta matschki. Mui dengi te khosh, dengi khosh marschiango. Hallo, Tante. Schöne Grüße, Slavores. Schöne Grüße gehen raus an Ronald, _83, Slavores. Schöne Grüße, Rita, nach Italia. Italia. Schöne Grüße gehen raus an Delia, Dennis. An deinem Sohn, der Geburtstag hat, grüße ihn, schöne Grüße an Taylan, der wird 11 Jahre alt. Oh, Geburtstag, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, Leute, wir danken euch von ganzem Herzen. Wir sagen Dankeschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Inshallah, wir haben die Liebe und wollt ihr ein bisschen mit Chicken Pushman haben? Kein Ja. Was hat er auch schon mal am Ava und Shababine Hosch hat er Jagdet. Tschüss. Donnerstag. Gibt es ein Video, Paklava. In diesem Video gibt es eine richtige Überraschung für Bestners Küche. Aha. Am Donnerstag. Echt? Müsst ihr alle aktiv sein. Es gibt eine richtig heftige, für mich? Überraschung.